Sie sind hässlich und sollen weg. Die grauen Riesen wie der AfE-Turm, der 2014 platt gemacht wurde. Überall in Frankfurt mussten zuletzt die Betonkolosse weichen. Das Technische Rathaus, von den meisten Bürgern gehasst. Oder das alte historische Museum. Sie sind Geschichte. Gott sei Dank, oder? Wenn Sie sehen, wie so ein Bagger sich durch sowas frisst, dann tut Ihnen das körperlich weh, wenn sich der Bagger reinfrisst. Und Beton braucht lange, bis man ihn kaputt kriegt. Ich finde es wirklich unvernünftig, weil unsere Gesellschaft eigentlich über sehr viele Produkte mit so einer gewissen Wegwerfmentalität nachdenkt. Soll man die Betonmonster also retten? Ja, sagt der Architekt und Kurator Oliver Elser. Wir treffen ihn an seinem Lieblingsbetongebäude in Frankfurt. Der Trauerhalle Westhausen. Erstmal, wenn man reinkommt, ist es grau und düster. Und dann sind wir eine Weile drin und dann passen sich die Augen an und plötzlich entdecke ich die ganzen Qualitäten, die hier drin stecken. Beton, wohin das Auge blickt. Die Trauerhalle des ehemaligen Städelschullehrers Günter Bock, errichtet als Ort, um Abschied zu nehmen. Ein Gebäude der 60er Jahre, als er gerade begann, der Brutalismus. Kein Schimpfwort, sondern ein Stil, abgeleitet vom französischen Begriff Beton Brü, auf Deutsch roher Beton, das Merkmal dieser Architektur. Sie sehen hier wirklich den puren unverkleideten Beton mit allen Fehlern. Und es ist nicht am Ende drüber gegangen worden. Es soll keine schöne Oberfläche sein, es ist eine raue Oberfläche. Rau und dennoch verziert. Doch die Trauerhalle Westhausen ist eine Ausnahme. Normalerweise sieht Brutalismus eher so aus. Wuchtige Klötze. Von den 60ern bis in die 80er Jahre überall auf der Welt in die Landschaft gestellt. Bausünden in Beton. Nun hängen die Fotos davon im Deutschen Architekturmuseum, neben nachgebauten Modellen aus Beton oder Pappe. Oliver Elser hat sie zusammengetragen. Für die Ausstellung SOS Brutalismus. Geliebt wurden die Gebäude selten. Sie galten als graue Hölle, als charakterlos. Warum in aller Welt soll man sie also bewahren? Brutalismus steht für den Aufbruch der modernen Architektur, steht auch dafür, sich wieder Material zu Material, das man wirklich auch anfassen kann, das einem auch einen Widerstand bietet, auch eine handwerkliche Qualität wieder in der Architektur zu zelebrieren. Denn Beton zu formen, das verlangt Kraft. Schön und gut. Aber interessiert so etwas nicht nur die Fachleute? Als der AfE-Turm der Frankfurter Uni gesprengt wurde, weinten ihm nur wenige Leute nach. Mittlerweile wird hier wieder gebaut. Ein Luxushochhaus wird hier entstehen. Ist das nicht besser als das Betonmonster? Es ist jetzt nicht grundsätzlich schlecht. Es ist architektonisch allerdings auch eine ziemliche Allerweltsware. Der AfE-Turm war natürlich ein graues Monster, aber er hatte auch Charakter. Und das war ein Stück weit eine unverwechselbare Geschichte, die damit zu tun hat, dass diese Hochschule hier an dieser Stelle war. Und das finden Sie halt überall auf der Welt. Eine Architektur, die an Projekte aus Dubai erinnert. Passt so etwas nicht besser in unsere Zeit? Und kann es sein, dass Beton eher an Orten der Ruhe wirkt? Wie in St. Ignatius im Zentrum Frankfurts? Die Jesuitenkirche ist für Karin Berkemann ein Highlight der Stadt. Die Theologin und Kunsthistorikerin hat Frankfurts Kirchen für die Denkmalpflege erfasst. Für sie sind Beton und Sakralbauten ein Dreamteam. Die Frage ist, wie hole ich den Menschen raus aus seiner Alltagsrealität in einen Raum, der ihm den Kopf von dem Geist weit macht? Das ist das eine. Und zum anderen hat der Beton so ein Image bekommen, den die Theologen mochten und die Architekten fanden, das ist ehrlich, das ist rau, das ist verbunden, das ist, wir reißen euch raus, macht's euch nicht gemütlich. Gott ist nicht gemütlich, Gott ist eine durchaus ernste Angelegenheit und da passt das natürlich sehr gut. Eine interessante Sicht der Dinge, die Betonbauten, so unbequem sie sind, als Denkanstöße. Hier ist etwas anders, was nicht Möbelkette ist, was nicht das ist, was ich zu Hause habe, das ist nicht zum Wegwerfen, sondern hier muss ich mich auseinandersetzen, hier darf ich sein, hier kann ich auch unbequem sein. Dieses Gebäude ist unbequem und vielleicht will ich in meinem Leben auch nicht immer nur funktionieren, sondern unbequem sein. Das heißt, Sie bekommen hier genau den Punkt, was gerade eine Generation anspricht. Und das sieht man auch im Internet. In den sozialen Netzwerken ist gerade ein Hype um die Betonmonster ausgebrochen. Bilder von Brutalismusbauten werden geteilt. Zugegeben, in Schwarz-Weiß, wie die Fotos in der Ausstellung, sieht alles sehr ästhetisch aus.
Aber in der Realität? Wie hier beim Wohnblock Sonnenring in Frankfurt-Sachsenhausen, will man hier wirklich einziehen? Das können die doch nicht ernst meinen mit ihrer Ausstellung. Es ist jetzt gar nicht unser Ziel, hier aufzutreten und zu sagen, ihr müsst das alles schön finden, liebe Besucher. Wir sind uns vollkommen bewusst, unter den Besuchern gibt es auch sicher viele, die das ganz anders sehen. Es wird sicher auch viele Kontroversen geben. Aber genau das ist ja auch eine Rolle, die so ein Museum haben kann, etwas aufzugreifen und auch zur Diskussion zu stellen. Ja, sie sind oft hässlich, die brutalistischen Gebäude. Aber sie schaffen auch Reibung in unserer sonst so perfekt wirkenden Welt. Vielleicht ist das schon ein Grund, sie nicht alle abzureißen. Darüber nachdenken sollten wir allemal.